Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Bayreuth. Ich habe mein Abitur gemacht in den Leistungskursen Englisch und Chemie und mache jetzt ein duales Studium bei Bosch. Maschinenbau klang für mich sehr nach Männerberuf und da wollte ich auf jeden Fall mitmachen. Zu Bosch bin ich gekommen, einfach weil es ein sehr bekanntes Unternehmen ist, international, und jeder hat wahrscheinlich von Bosch ein Gerät zu Hause stehen. Ein duales Studium mache ich deswegen, weil die Hälfte von meiner Zeit, die ich studiere, ist Praxis. Ich habe den Praxisbezug, ich bin finanziell unabhängig und es macht einfach Spaß, die Abwechslung zu haben. Also wir haben im ersten Jahr in der Ausbildungswerkstatt zu tun im Betrieb. Da lernen wir fräsen, bohren. Das ist eigentlich wie eine kurze Mechanikerausbildung. Im zweiten Jahr geht es dann schon in die Ingenieursabteilungen und ins Ausland. Im dritten Jahr wird die Bachelorarbeit im Betrieb verfasst. Und in der Theorie ist das dann wie ein normales Studium. Ich wohne in Stuttgart in einem Wohnheim, Studentenwohnheim, ziemlich zentral. Wenn man abends von der Uni nach Hause kommt, kann man fortgehen und sich mit Freunden treffen. Ich finde ganz toll am dualen Studium, dass wir in der Kursstärke von 26 bis 30 Leuten studieren. Wir haben einen total guten Zusammenhalt und man lernt auch die Leute aus den anderen Unternehmen kennen und die Unternehmen selbst dann. Man kann Exkursionen unternehmen. Ja, und das Highlight an sich war eigentlich der Auslandsaufenthalt in China. Ich war 3 Monate lang in der Nähe von Shanghai in einem Joint Venture von Bosch und habe dort in der Ingenieursabteilung gearbeitet. Alles in allem habe ich einfach viel gelernt. Ich habe die Kultur kennengelernt, wie die Leute arbeiten und denken, ansatzweise die Sprache, die Religion. Und es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung.